Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir haben die letzte Folge hier in der versunkenen Krypte beendet. Oder vor der versunkenen Krypte, besser gesagt. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wir haben schon ein ganzes Stück davon erkundet, aber es hört noch nicht auf. Was für uns bedeutet noch mehr Eisen. So, wir hatten hier vorne schon ein bisschen aufgeklopft. Wir machen jetzt mal weiter. Irgendwo muss es auf jeden Fall Gegner geben. Ich glaube fast hier dahinter, weil ein bisschen was habe ich jetzt schon immer gehört. Ich möchte halt ungern überrascht werden. Irgendwo müssen die Guten sein. Ich sehe schon, dass auf einmal... da kam ein Pfeil, da ist er. Wir können wieder ein bisschen den ganzen Spaß hier ausnutzen. Au, er trifft ich nicht. Was ist denn das? Er steht höher als ich. Au. Ist aber auch schnell mit seinem Bogen. Kommt er hier rüber? Nö. Na komm her. Will nicht so viel Ausdauer verbrauchen. Komm, beweg dich. Mist. Ach, komm doch ein kleines Stück rüber. Nee, er hat aber auch nicht getroffen. Wir treffen gleich. Immer noch nicht. Ach, Mist. Komm doch rüber. Schade, es hat doch bei den ersten paar Pfeilen gerade gut funktioniert. Wie viele Pfeile hier stecken. Autsch. Ja. Und wir haben ihn. Er hat uns aber auch gut erwischt, ne, mit seinen paar Pfeilen. Ah, ist da noch einer. Wo kommt der denn her? Oh, jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen hier auf die Gesundheit achten. Bleib erstmal hier dahinter stehen. Wir können aktuell noch nichts nachwerfen. Zwei Eisen haben wir schon wieder bekommen. Ja, jetzt müssen wir wirklich erstmal warten. Die sollen mal mehr auf den Kopf zielen. Da haben wir einen Eisenhelm. Der hält bestimmt mehr ab. Ach, diese Regeneration. Wir müssen unbedingt nochmal... Beziehungsweise, was heißt nochmal, wir haben es noch gar nicht, aber ein Met der Gesundheit uns mal zusammenbrauen. Das ist für hier unten besser gedacht. Bei Gifttechnisch sieht es eigentlich gut aus. Das brauchen wir eher so oberhalb im Sumpfland. Ich weiß nicht, ob wir den hier vorkommt. Nee, treffen wir natürlich nicht. Naja, ich warte mal noch ganz kurz. Dann hacken wir hier noch ein Stück auf und dann gehen wir einfach auf Nahkampf. Soweit ich sehe, ist es der einzige, der jetzt noch hier drin ist. Wie gesagt, mit unserem Bronzeschild können wir ja eigentlich mittlerweile ganz gut verteidigen. Jetzt müsste es klappen. Ach, shit. War ein bisschen spät dran. Aber alles gut. Ah, so viel zum Thema, das war der letzte. Aber er bleibt schön brav dort und wartet. Können wir komplett blocken. Sehr gut. Renn doch nicht weg. Na komm, schieß nochmal. Ah, wir treffen mehr die Steine als alles andere. Ach, wieder zu spät. Jetzt haben wir ihn. So, au. Wo? Seh ihn nicht. Hä? Schießt er aus dem Schrotthaufen raus? Ja, der ist in dem Schrotthaufen drin. Jetzt sehe ich ihn erst. Das kann ja witzig werden, den zu erwischen. Müssen wir mal schauen, was wir mit dem am besten machen. Blockiert. Ja, super. Den kriegen wir da nicht raus. Ach, das ist ja ein Mist. Aber der kommt uns auch nicht hinterher, ne? Nee, der backt da irgendwie drin. Können wir probieren, einen Pfeil drauf zu schießen. Keine Chance. Aber das erstmal aufklopfen in der Zeit... Wo er uns die ganze Zeit mit Pfeilen beschießt, ist irgendwie auch nicht so die richtige Variante. Aber guckt euch mal den ganzen Schrott an. Den können wir hier auch nicht einfach so liegen lassen. Das heißt, warten bis er schießt. Nochmal warten bis er schießt. Dann aufklopfen.
wieder blockieren. Also erstmal gerade. Ah, jetzt kommt er ein Stück raus. Aber wir erwischen ihn immer noch nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber. Ah, immer noch nicht. Nein! Ey, ich hab doch geblockt. Scheiße, unsere Ausdauer. Wir müssen so. Springen, springen! Au! Mist, überall bleibt man hängen. Jetzt kommt er raus, okay. Trifft er uns? Sieht nicht danach aus. Dann können wir mal ganz schnell Nahrung nachlegen. So, wir haben wieder Ausdauer. Wir bleiben hier die ganze Zeit hängen. Das ist echt Mist. Komm schon. Wir müssen wirklich springen und schlagen, ansonsten erwischen wir den nicht. Wir haben schon wieder keine Ausdauer mehr. Geil. Nee, jetzt wird es mir zu kritisch. Nein, nein, nein. Nein. Wahnsinn, das ist ganz schön knapp, die ganze Kiste hier. Ist aber auch doof gemacht mit den Schrotthaufen. So, wir haben wieder Ausdauer. Jetzt aber. Ja, ich warte lieber nochmal. Wir blocken nochmal. Und jetzt, zack, jetzt haben wir ihn. Schwere Geburt mit ihm. Ach du Scheiße, hier ist ein Spawner und eine Elite. Ach du Kacke. Den Spawner habe ich viel zu spät gesehen, weil ich mich erstmal die ganze Zeit auf die Elite-Typen, auf die Frogger generell konzentriert habe. Wir müssen den schnell erledigen. Ja, ansonsten kommen ja natürlich immer wieder welche nach. Also mit der Ausdauer schaffen wir es. Ein Glück haben wir das Schild, sonst wären wir hier gerade völlig am Arsch gewesen. So, und zack, das Ding weg. Dann hätte es natürlich auch an diesem Liegen-Sound hören können. Aber ich bin doch nicht multitaskingfähig. Wir haben wieder uralte Rinde und ein paar Pfeile, da bin ich relativ glücklich. Sind das andere? Eisenpfeil, wow, cool. Ich denke die ganze Zeit, hier ist noch irgendwas aufgrund dieser komischen Wassergeräusche. Die machen mich echt verrückt. So, gelbe Pilze. Und ich glaube, jetzt kriegen wir hier nochmal ordentlich was an Eisen raus. Naja, aber hat auch ganz gut funktioniert. Das Bronzeschild ist wirklich Gold wert sozusagen. Bin sehr froh, dass wir das endlich haben. Es war ein langer Weg. Ging halt ein ganz paar Folgen lang, weil ich ein bisschen zu doof dafür war, mir zu merken, was es kostet. Aber dafür haben wir es jetzt und kommen hier um einiges besser voran. So, wie viel gab es denn hier? Gar nichts. Ne, das ist ja nett. Nicht ein Eisenschrott. Müssen wir mal schauen. Das hier können wir in Ruhe abbauen, da kommt nichts weiter dahinter. Ich glaube, fast hinter dem kommt noch was. Also an Gegnern. Ja, wir müssen gucken, dass wir zuerst einmal das obere Zeug abbauen. Ich meine, jetzt kommen wir glücklicherweise noch ran, aber das hätte auch anders ausgehen können. Oh, hier geht's ja doch weiter. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier kein Trogger auf einmal um die Ecke kommt. Nee, gut, ist nur eine kleine Einbuchtung. Also wirklich vier Eisen hat das hier alles? Na doch, das gab drei Stück. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Dann nehme ich alles zurück. Wie sieht's denn aus? Hacke ist noch soweit ganz okay. Wir müssen unbedingt mal Essen nachlegen. Mist, jetzt habe ich Honig genommen, aber wir haben auch kein normales Fleisch mehr. Ah, das passt schon. Wir müssen ein bisschen vor dem Bogenschützen gucken. Uns in Acht nehmen. Weil die können gut reinpfeffern. Aber ansonsten sieht es ja eigentlich ganz gut aus. So, dahinter wird auf jeden Fall schon auf uns gewartet. Da hätte ich vorher ganz gerne... Was ist das? Ist das ein Schleim? Doch ein Schleim. Jetzt haben wir natürlich kein Gift wieder. Doch, wir haben noch Giftwiderstand. Komm, wir hauen uns den gleich mal rein. Mal gucken. Ich weiß nicht, inwiefern der Schleimling hier auf einmal drüber gesprungen kommt. Wir hauen den jetzt einfach mal rein. Gehen wir auf Nummer sicher. Ah. Da
Seid ihr nur Schleimlinge? Wartet da noch ein Trogger dahinter? Was ist los hier hinten? Ich sehe irgendwie gar nichts. Zum Glück haben wir den Giftwiderstand. Wie lange hält er noch? 6 Sekunden hält Gift noch. Überleben wir alles ganz einfach. Ich glaube, ohne den Giftwiderstand wären wir jetzt gerade tatsächlich gestorben. Weil 2 so eine Viecher auf Nahkampf, das hätten wir nicht überlebt. Und da gab es nochmal 2 Eisenschrott. Und wir haben schon wieder 12 zusammen. Also es geht mit dem Eisen echt flink. Hör doch schon wieder was. Ach ja, und 14, also das funktioniert, es freut mich sehr. Ich dachte am Anfang wirklich, das mit dem Eisen wird noch viel, viel schwerer. Aber ich muss sagen, wenn man mal guckt, so ein Dungeon sind ja locker schon um die 20 Eisen, wenn nicht sogar mehr aktuell. Also ein Rüstungsteil pro Dungeon wäre vollkommen okay. Na, irgendwo ist noch ein Stück. Hätte ich ganz gerne noch. Aber ich glaube, wir kriegen es nicht. Nö. Na gut. Machen wir gleich hier drüben weiter. Ich lasse bloß mal eben die Ausdauer wieder ein bisschen regenerieren. Glaube, hier dahinter ist was, aber man kann es auch immer schwer einschätzen. Was den Sound angeht. Könnte auch hier dahinter sein. Machen erstmal das obere Stück weg, dann können wir ein kleines Stück reinluken. Ich glaube, das ist auch bloß so eine kleine Bucht wie drüben. Ach, unsere Hacke ist schon wieder kaputt. Wir können den Eisenschrott nicht aufnehmen, weil wir überladen sind. Na super. Weil wir haben fast nichts einstecken, nur Eisen. Was wiegt denn so ein Eisen? Wie viel haben wir denn jetzt? 302, also viel ist es eigentlich nicht. Es ist die Frage, was werfen wir dafür weg? Eigentlich ist alles wertvoll. Gewicht 2 Kilo, 4 Schlamm. Was soll's. Gut, dann müssen wir erstmal wieder zurück. Aber wir haben immerhin 17 Eisen. Und hier hört es aber immer noch nicht auf. Der Dungeon ist echt ziemlich cool. Keine Schleimlinge, die uns erwarten, das ist schon mal prima. Wir haben ja noch Giftwiderstand, das heißt, wir können ja auch einfach mal ein bisschen durchs Wasser. Das hier unten ist auch bloß Stein. Ach, Schleimling. Ich kümmere mich das nächste Mal um dich. Lern's aber auch nicht. Renn immer wieder hier lang. Merke dann, dass der Baum im Weg ist. Hau nochmal einen Honig nach. Aber ist auf jeden Fall cool. Einerseits kriegen wir eine ganze Menge gelbe Pilze. Die definitiv nicht verkehrt sind. Und wir kriegen auf jeden Fall auch ordentlich Eisen. Und wir finden halt auch generell, also durch die Trogger kriegen wir Innereien und den ganzen Spaß. Also eigentlich alles Sachen, die wir wirklich gut gebrauchen können. Deswegen macht es aktuell wirklich viel Laune, die versunkenen Krypten zu besuchen. Im Dunkelwald ist es halt so, man kann halt Kupfer und Zinn suchen, aber man wird die ganze Zeit von irgendwelchen Gräulingen, Grauzwergen, was auch immer belagert. Und ja, alles, was die fallen lassen, hat man gefühlt schon 200 Mal in irgendwelchen Kisten. Und weiß nicht, wohin damit. Deswegen ist das immer ein bisschen ärgerlich, aber wenn man die Trogger erledigt, dann weiß man, was man hat. Ein paar leckere Innereien zum Kochen. Deswegen muss ich sagen, macht es mir aktuell tatsächlich relativ viel Spaß, hier im Sumpfland ein bisschen rumzukämpfen. Vor allem ist es halt auch mal eine Herausforderung. Weil die ganzen Gräulinge, Grauzwerge im Dunkelwald, das ist halt einfach nur nervig, weil die kommen in großen Scharen. Man muss einfach nur draufkloppen, ohne irgendwie groß verteidigen oder sonst irgendwas. Selbst die Berserker sind mittlerweile für uns kein Problem mehr. Komm, hau mal zu. Wollte nicht. Au. Ich dachte nicht, dass der so schnell ist.
So, ich brauche dein Loot nicht. Wir sind eh voll. Sehr schön, 17 Eisen, das freut mich sehr. Mit der uralten Rinde wollte ich mal noch gucken. Mache ich vielleicht mal nach der Folge. Die muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Ich denke mal, die kriegen wir wahrscheinlich auch, wenn wir... Ey, Nixe. Also Nixenschwanz wäre schon noch cool. Kriege ich den noch mit, ohne überladen zu sein? Natürlich nicht. Man hat gar keinen fallen lassen. So, Faustkampf. Bam. Ich denke mal, man kriegt die uralte Rinde auch, wenn man die uralten Bäume fällt. Würde ja Sinn machen. Aber so aktuell mache ich gerne vieles im Sumpfland, aber nicht unbedingt Bäume fällen. Wie viele haben wir? Ein Honig? Komm, gib gleich mal her. Sehr, sehr schön. Dann können wir jetzt hier... Kohle ist noch drin. Dann hauen wir schon mal 10 Eisen rein. Lass mich noch mal in die Kiste gucken, aber ich glaube, so ein bisschen Kohle müsste noch über sein, ne? Natürlich nicht. Jetzt wird's gerade wieder hell, ne? Ich habe jetzt überlegt, ob wir schlafen gehen, dass das Eisen auch ein bisschen schneller da unten fertig wird. Aber wenn es jetzt gerade hell wird, müssen wir das nicht unbedingt. Dann reparieren wir einmal unseren ganzen Stuff. Hier können wir mal noch gucken. Was stöhnt denn so rum? Haben wir irgendwas? Nö. Irgendwie macht er komische Geräusche. An dem Met wird es ja nicht liegen, oder? Wer weiß. Bei dem Bronzeschwert könnten wir mal schauen. Aktuell macht das ganze Ding 35 Schlitzen und wir könnten es auf 41 erhöhen für 4 Bronze. Also 8 Kupfer, 4 Zinn. Ja, können wir mal schauen. Dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen was draufhauen, ist halt die Frage, oder? Wir sparen lieber gleich auf dem Eisenschwert. Was kostet das Eisenschwert oder was macht das überhaupt? Hier hätten wir dann 41. Und beim Eisenschwert, wo bist du, wo bist du? Ich glaube ganz unten, ne? Hätten wir direkt 55. Ich glaube, wir sparen lieber aufs Eisenschwert. Wir machen jetzt nochmal eben fix unsere Kisten voll und unser Inventar leer. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwo Bernstein oder so bekommen? Nö, wir haben Innerei und Blutsäcke. Davon mittlerweile auch eine ganze Menge. Und wir können uns hier nochmal so ein Stack Fleisch einstecken. Leder gab es auch noch. Die Rinde, ich glaube, ich habe die hier mit beim Holz reingepackt, genau. Verwitterter Knochen kommt hier drüben rein. Ach, ich mag unsere Kistensortierung. Vor allem, wenn man die dann irgendwann mal so ein bisschen im Kopf hat, geht das halt echt schnell. Man braucht nicht immer gucken, wo alles ist. Ich würde mal bei Waffen die Eisenpfeile reinpacken und die Feuerpfeile. Dass wir uns das Inventar nicht ganz so voll klatschen damit. So, das haut hin. Ein neuer Tag beginnt. Wir haben die Nacht im sowieso dunklen Sumpfgebiet verbracht. Ist eigentlich ganz schlau. Wir haben wieder kein Holz, ne? Nee. Was machen die Mörlis? Karotte. Dann gehen wir mal schnell Karotten ernten. In der Zeit, wo unser Schmelzofen hier drüben brutzelt. Ach, die waren noch gar nicht fertig. Nee, dann lassen wir die noch kurz. Halt die Frage, was die Kohle macht. 2 Stück bloß noch. Und wir haben noch viel zu viel Eisenschrott. Das bedeutet, wohl oder übel, wir müssen nochmal in die alte Base. Dann können wir das erstmal hier noch mit reinpacken, aber 14 Stück schon wieder zusammen. Da ist noch unser Bronzehelm. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht später irgendwann wieder einschmelzen kann. Wäre eigentlich auch cool, wenn man sich die Ressourcen wieder ein bisschen zurückholt dafür. Huch, ein kleiner Lag. So. Na, eigentlich will ich es nicht einsammeln, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich mich jetzt teleportiere und wieder zurückkomme. Dass es dann eventuell weg ist. Aber das werden wir nicht verhindern können. Wir packen das noch fix hier rein. Dann haben wir hier noch mal noch das Zeug mit rein. Dann einmal in die alte Basis. Lasst uns mal kurz gucken, was so in der alten Basis abgeht, dass wir auch die Wildschweine mal wieder füttern.
Hallo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist gerade mal 1. Wo habe ich das vergessen? Könnte auch 15 sein. Ist hier noch irgendwo ein kleines? Also es wird irgendwie nicht unbedingt sehr viel mehr. Dafür, dass wir hier dann doch jedes Mal 15 Himbeeren reinwerfen. Wie sieht's denn aus? Himbeertechnisch ganz schlecht. Pilze haben wir noch, aber die möchte ich mir eigentlich aufheben. Nee, dann müsst ihr erstmal hungern, meine Guten. Tut mir leid. Wir haben hier noch Nixenschwänze, die nehmen wir mal noch mit. So. Ja, ist doch gut. Haben wir hier noch irgendwo Holz drin? Eine ganze Menge Knochen hier. Wir müssen unbedingt, aber sehr, sehr unbedingt auch mal den dunklen Händler finden. Die Sache ist, guck mal, was wir gerade mal gefunden haben. Es kann natürlich sein, dass er irgendwo hier ist. Wäre natürlich sehr ärgerlich, aber das ist ja von Seed zu Sheet verschieden, genau. Mal gucken, hoffentlich kriegen wir das auch noch bald hin. Um mal zu schauen, was der so im Angebot hat. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.